sogenannte Filterschaltungen. Da gibt es verschiedene Typen von diesen Filtern. Ja. Es gibt sogenannte Tiefpässe. Es gibt sogenannte Hochpässe. Und es gibt sogenannte Bandpässe. Schon so ein Tiefpass hat vielleicht so folgende Kennlinie für die Amplitude. Ja. Hier haben wir die Frequenz Omega. So ein Tiefpass lässt die tiefen Frequenzen durch, ja, und unterdrückt die hohen Frequenzen. Das bedeutet, so ein Tiefpass hat so eine Übertragungsfunktion. Ja, okay. Beim Hochpass ist es umgekehrt. So ein Hochpass, wenn wir die Amplitude haben, da sieht es so aus, dass er die niedrigen Frequenzen unterdrückt und die hohen Frequenzen durchlässt. Ja. Also vielleicht sowas. Ja. Und der Bandpass, der hat halt ein spezielles Frequenzband, Omega, von Omega 1 bis Omega 2. Da lässt er die Frequenzen durch und für alle anderen Frequenzen lässt er die Schwingungen nicht durch. Und dann kriegen wir halt vielleicht so ein Verhalten. Ja. Also Hochpass, Tiefpass, Bandpass, das sind also Filterschaltungen. Ja. Und so eine ganz einfache Schaltung sieht beispielsweise so aus. Die hat einen Widerstand R und eine Kapazität C. Hat hier eine Eingangsspannung und hat hier eine Ausgangsspannung. So, und jetzt kommt es drauf an, wie das Verhältnis von UA zu UE ist. Ja? Das Verhältnis von Ausgangsspannung zur Eingangsspannung, ja, und dieses Verhältnis ist ja genau letztendlich das, was hier übertragen wird. Ja, also wenn man hier mal guckt, das ist ja das Verhältnis der Ausgangsspannung zur Eingangsspannung. Dieses Verhältnis ist beim Tiefpass bei kleinen Frequenzen groß, ja, kommt also viel durch. Bei hohen Frequenzen wird es dann quasi null, kommt nichts durch. Beim Hochpass ist es genau umgekehrt. Da ist das Verhältnis zwischen UA und UE bei kleinen Frequenzen fast 0 und bei hohen Frequenzen 1. Ja, also was da angelegt wird, kommt auch ungefiltert durch. Und beim Bandpass in diesem Band Omega 1 bis Omega 2 ist auch dieses Verhältnis UA zu UE sehr groß. Ansonsten ist es klein. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass dieses veränderliche Verhalten für dieses Verhältnis hier von UA zu UE hier für diese Schaltung dadurch zustande kommt, wir haben das ja an den Ortskurven gesehen, ja, dass die Schaltungen sich mit der Frequenz der Eingangsspannung verändern. Ja, okay. Also UA zu UE ändert sich mit der Frequenz von UE, ja, weil die Impedanzen oder Admittanzen der Schaltung ebenfalls frequenzabhängig sind. Wenn die konstant wären, könnte ich keinen Filter bauen. Ja. Also sind also ebenfalls frequenzabhängig.